Realismus ist für jedes Videospiel eine Bereicherung. Nur treiben es die Entwickler manchmal zu weit und spätestens dann wird es stressig. Regeneffekte, Verkehrsregeln oder einfach zwanglose Treffen mit Freunden. All das trägt zur Immersion bei, schafft es aber nicht immer zum Spielspaß beizutragen, weil es schnell langweilig und lästig werden kann. Hier kommen einige Beispiele für realistisches Gameplay, das einfach nicht funktioniert. Wir nehmen die Liste mit Humor, schließlich gibt es ja einige Gamer, die gerade auf diese kleinen Arbeiten Bock haben. Wie sagt man so schön, jedem das Seine. Legen wir los. Hello. In Death Stranding ist es dein Job, Pakete von einem Ort zum nächsten zu transportieren. Sam beginnt ganz zu Anfang mit einer großen Box, die er zu Fuß ausliefert. Später im Spiel bekommt er dann mehr und mehr Gepäck, aber auch Hilfsmittel, wie zum Beispiel das Motorrad. Der Realismus in Death Stranding sorgt allerdings spätestens gegen Mitte des Spiels dafür, dass Sam Probleme mit der Stapelei kriegt. Der Turm wackelt irgendwann bei der kleinsten Bewegung. Eine bestimmte Traglast darf nicht überschritten werden, doch es wird dir irgendwann passieren, dass dein Turm kippt. So eine kippelige, schwankende Fortbewegung wird nervig, sobald du mehrere Kilometer zurücklegen musst. In Fallout, Skyrim oder der Witcher-Reihe schleppst du Dutzende von Waffen, Rüstungen und Heiltränke mit dir rum und dein Charakter gerät nicht mal ins Schwitzen. Das ist angenehm, aber von Realismus keine Spur. Wer dir mit seinem Realitätssinn richtig in den Arsch tritt, ist Demon's Souls. Bewegt sich euer Charakter langsam und träge, dann müsst ihr auf eure Maximalbelastung achten und diese richtig ausbalancieren. Es gibt im Charaktermenü einen stark unterschätzten Faktor, die Ausrüstungsbelastung. Mit wenig Gepäck bist du leicht und wendig und rollst spielerisch leicht herum. Mit über 51% Maximalbelastung hingegen bist du träge und deine Ausweichrolle ist lächerlich langsam. Die Community hat einen witzigen Namen für diesen unspektakulären Move. Fettrolle oder Fatroll. Für einen Gegner ist es ein leichtes, dich als langsam ächzenden Rollmops abzustechen. Beim Aufräumen und Putzen scheiden sich die Geister. Manche Entwickler haben den Nagel auf den Kopf getroffen und mit befriedigenden Säuberungsarbeiten erfolgreiche Spiele konzipiert. Jeder von euch kennt zum Beispiel den Powerwash-Simulator. Das Reinigen mit dem Hochdruckreiniger ersetzt jede Delfintherapie. Das funktioniert also. Andere Putzarbeiten hingegen sind weniger angenehm. Und du denkst dir irgendwann, warum zum Teufel muss ich das in einem Videospiel erledigen? Ich krieg noch nicht mal Geld dafür. Wir schauen dich an, Sims. Wenn bei den Sims das Klo kaputt geht, was regelmäßig passiert, dann müssen wir hinter ihnen herputzen. Es gibt noch ein anderes Putzbeispiel, bei dem die Gegebenheiten, sagen wir mal, etwas ungewöhnlicher sind. In Visceral Clean Up Detail bist du eine Art Hausmeister, der nach einer erfolgreich abgewehrten Alien-Invasion die blutigen Überreste beseitigen muss. Dazu gehören auch Leichenteile, Schleimpfützen, abgetrennte Gliedmaßen und jede Menge Eingeweide. Mit Mop und Handschuhen räumst du stapelweise Biomasse um und entsorgst den Sondermüll im Hochofen. Was hier realistisch ist, du entscheidest, welche Verschmutzung biologischen Ursprungs ist und entsorgst es in den entsprechenden Behältern. Was Fans der GTA-Reihe am dritten Teil besonders gefallen hat, war die Möglichkeit, rücksichtslos herumzufahren, Fußgänger zu streifen, auf die gegnerische Fahrbahn zu wechseln und Autos zu klauen, ohne dass die Polizei großartig einschritt. Das Gegenteil war in Mafia der Fall. Du konntest nicht mal die Geschwindigkeitstoleranz überschreiten, ohne dass dich ein Polizeiauto angehalten hat. Die haben dich tatsächlich gestoppt, wegen eines kleinen Verkehrsdelikts. In einem Videospiel. Fahr nicht über Rot, bleib auf deiner Fahrbahn und halte dich um Gottes Willen an die Geschwindigkeitsvorgabe. Sonst wirst du dafür bezahlen. Irgendwie ist es ja schon lustig, wenn du weißt, dass du gleich eine ganze Gruppe von Gangstern abknallen wirst, aber auf dem Weg dorthin brav deine 50 km/h fährst. Auch in Bully gibt es Verfolgungsjagden mit dem Gesetz. Nur reagiert die Polizei auch ab und zu deinen Gunsten. Sogar unberechtigt. What were you thinking, son? Nico, it's Roman. Let's go bowling. Im echten Leben ist es toll, Zeit mit seinen Freunden zu verbringen. Aber in Videospielen ist es eine lästige Pflicht. Eine unangenehme Aufgabe, die aber notwendig ist, weil die Entwickler es so wollen. Sprechen wir zum Beispiel über GTA 4. Du willst nur deine Mission erledigen, schon nervt dich dein Cousin Roman, der mit dir abhängen will, um das nächste Ding zu drehen. Dann musst du alles stehen und liegen lassen, bevor du dich wieder Dingen widmen kannst, auf die du auch Bock hast. Manchmal könnte der Zeitpunkt nicht schlechter sein. Wenn du zum Beispiel einen Dealer verfolgst, der durch den Telefonanruf abgeschreckt wird und dann über alle Berge ist, bevor du Roman abgewimmelt hast.
Es gibt kleine Jobs in Videogames, die du für den Fortschritt im Spiel brauchst, die aber todesnervig sind. Manchmal bist du in der Stimmung, diese monotonen Minijobs auszuführen, weil du vielleicht gerade nicht nachdenken willst, aber normalerweise seufzt du, wenn es losgehen soll. Ihr erinnert euch vielleicht an die Gabelstapleraufgaben im originalen Shenmue. Rio nimmt einen Job am Hafen an und muss mindestens 5 Tage repetitiven Kistentransport übernehmen. Manchmal dauert es sogar noch länger, wenn du gewisse Sequenzen verpasst hast. In Mafia räumst du stundenlang Kisten hin und her, was komplett hirntot ist. Und in Bully mähst du Rasen. Je öfter du dazu verdonnert wirst, desto mehr wirst du leiden, wenn du in langsamen Kreisen den Vorgarten in Schuss halten musst. Was auch in die Kategorie nerviger Job gehört, ist das Müllaufsammeln in No More Heroes 1. Da würden wir ja lieber freiwillig die Spülmaschine ausräumen. Im Real Life, versteht sich. Machen wir es kurz und schmerzlos. Regen in Videospielen kommt quasi nie mit Vorteilen daher. Du siehst weniger, wirst langsamer oder deine Fackel geht aus. Oder du kannst nicht mehr so gut klettern, wie zum Beispiel in Breath of the Wild. Ja, es gibt einige, die den Regen mögen, weil er immersiv ist und das Regengeräusch ist auch hübsch. Aber oft genug ist er einfach nur nervig. Der neueste Teil von Harvest Moon, Winds of Anthos, überrascht dich mitten auf deinem Weg mit einem fetten Sturm. Wenn es dunkel ist, siehst du dann keine 2 Meter weit. In Jedi Academy gibt es eine Ausnahme. Wenn der Regen unser Lichtschwert trifft, dann britzelt es, weil die Tropfen auf der heißen Waffe verdampfen. Sehr guter Effekt. Es macht uns nervös, wenn wir wissen, dass wir ein Zeitlimit haben, in dem eine Aufgabe erfüllt sein muss, weil wir Konsequenzen erleiden, wenn wir es nicht in der vorgegebenen Zeit geschafft haben. Wirklich übel ist das Zeitlimit natürlich während einer Zombie-Apokalypse. Am bekanntesten ist wohl Dead Rising mit seiner ständig tickenden Uhr und den brutalen Deadlines, die einen dazu zwingen, immer daran zu denken, wie viel Zeit man noch hat, wenn man durch das Einkaufszentrum läuft. Zeitlimits sind das Gegenteil von Entspannung. Aber gut, die einen entspannen sich bei Animal Crossing und die anderen bei Zombie-Horror-Games. Vielleicht verwechseln Entwickler manchmal Realismus mit Immersion. Realismus trägt zur Immersion bei, aber zu viel davon und das Gameplay erinnert dich einfach nur daran, wie nervig das echte Leben sein kann. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Danke für jeden Kommentar, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.